Okay, dann, wenn alle vollzählig sind, dann begrüßen wir die Vertreter der Presse. Herzlichen oder besonderer Gruß natürlich auch an unsere Gäste aus Ravensburg. Und dann natürlich auch Gratulation zum Sieg heute gegen die Fischtown Penguins vor 3052 Zuschauern. Und Petri, du hast das erste Wort, bitte. Ja, guten Abend. Ja, wir waren im ersten Drittel. Das 1-0 war so sehr, sehr schmeichelhaft für uns. Also wir waren sehr immer noch halbwegs im Bus. Und vielleicht mit ein bisschen Glück auch das Tor da gekriegt. Und das hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben. Und dann ab zweiten Drittel waren wir eigentlich, nach meiner Meinung, haben wir sehr konzentriert gespielt. Insbesondere unsere eigene Drittel, wo wir in der ersten Drittel ein bisschen chaotisch waren. Sind sehr, sehr gut zurückgekommen in den zweiten Drittel und endlich mal auch wieder so eine Führung über die Bühne gebracht. Im letzten Drittel weiterhin konzentriert gearbeitet, Gott sei Dank nach den 3-2 sofort schnell 4-2 geschossen. Das hat uns wieder Sicherheit gegeben und sagen sehr, eigentlich sehr gutes Spiel für uns. Und natürlich, wir hatten in unseren Köpfen noch das letzte Spiel in Ravensburg, wo wir 4-0 geführt haben. Also das war vielleicht noch so ein kleiner Unsicherheitsfaktor bei uns im Kopf, aber wir haben es sehr clever zu Ende gebracht. Danke. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Okay, Petri, du siehst, die Leute sind sprachlos. Dann gebe ich weiter an Mike. Mike, von dir. Guten Abend. Zuerst gratuliere an Petri und seine Mannschaft. Sie haben sehr schnell und sehr clever heute gespielt. Ich glaube, im ersten Drittel, ganz ehrlich, das war unsere beste 20 Minuten, dass wir seit wahrscheinlich 3, vielleicht 4 Wochen gespielt haben. Wir waren sehr aggressiv, wir haben viel Energie in unseren Vorcheck gebracht, viel Scheiben aufs Tor gebracht, mit Net Presence Leute vors Tor, Verkehr vors Tor auch gehabt. Und ja, es ist so eine Phase. Und dann mehr oder weniger von gar nichts, ein 3-gegen-3 Situation mit Backchecker. Ein Pass geht durch die Füße von, glaube ich, minimum zwei Leute direkt aufs Platte. Wir machen einen individuellen Fehler beim Backcheck und wir haben diese Schläge nicht unter Kontrolle gehabt. Und wir sind hinten 1-0. Und dann im zweiten Drittel, wir sind rausgekommen und wir waren fast eine andere Mannschaft. Wir waren ein Tick zu langsam, wir waren nicht sehr sicher mit der Scheibe. Viel Scheibenverlust in unser Drittel. Vielleicht ein bisschen zu weich gespielt von der Bande weg. Und ich glaube, Ravensburg hat viel Druck durch diese Kleinigkeiten aufgebaut. Trotzdem, mit 0-2, ganz ehrlich, Tormannfehler. Er schießt ein Tor von hinter der Torlinie. Das ist, ja, man sieht das selten. 0-2 und dann wir kommen zurück. Es steht 1-2 und dann kurz nachher, wir machen noch einen individuellen Fehler in unser Drittel und steht 3-1. Sobald wir haben ein bisschen Momentum und ein bisschen Energie zurück ins Spiel gebracht, es war wieder weg. Am Anfang im letzten Drittel schon wieder ein bisschen Momentum aufgebaut. Ravensburg hat auch Chancen gehabt, aber Brett hat sehr gut gehalten im letzten gegen diese Chancen und wir schießen im zweiten Tor und dann kurz nachher schon wieder. Wir haben Leute zurück schon gehabt. Es war eigentlich noch ein 3-gegen-3 Situation und schon wieder ein individueller Fehler. Schläger nicht unter Kontrolle gehabt und dann steht es 4-2 und dann geht es nur, wir müssen drücken und es war zu wenig und dann zum Schluss das allerletzte leeres Tor, das ist, weil wir haben drücken müssen und es war nicht genug. Okay, eure Frage. Ihr habt im zweiten und dritten Drittel nicht eine Überzahlsituation gehabt. Spricht das für Ravensburg heute oder gegen euch? Eine Mischung. Ich glaube, Ravensburg ist überhaupt keine schmutzige Mannschaft. Sie haben intelligent gespielt. Ich glaube, für beide Mannschaften, ganz ehrlich, ein paar Strafen könnten pfiffen, wir haben beide wahrscheinlich ein paar Strafen verdient, aber vor allem in den letzten 10 Minuten, wir haben gedruckt und wir haben gedruckt und auf einmal Hooking, Haken und so, aber ich meine, das war nicht die Schuld von der Schiedsrichter,
ganz ehrlich. Ich meine, wir machen unsere eigenen Bette. Eigentlich hast du die Frage, glaube ich, schon beantwortet. Bei dem 2:4 hast du sehr getobt auf der Bank. Das war wegen des Stocks nicht unter Kontrolle. Was irgendwie absolut richtig. Und das ist nichts Neues. Das ist vom Trainingscamp. Wir haben das geübt und besprochen und Video analysiert. Und wenn es passiert zweimal, nicht nur heute, ganz ehrlich, in den letzten paar Wochen, diese kleine defensive Fehler. Und das ist genau, was so frustrierend ist, weil es ist auf einmal etwas, okay, wir müssen etwas Neues lernen. Das ist etwas, das wir haben geübt von dem ersten Tag weg. Und deswegen, ich bin schon bitter. Das Jahr 2013 hat jetzt nicht so ganz erfolgreich für euch angefangen. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Mhm. 3 Niederlagen überhaupt jetzt in Serie. Hast du so ein bisschen Angst, dass so ein bisschen die Entwicklung nach unten geht? Oder glaubst du, dass die Mannschaft sich relativ schnell wieder fangen kann? Na, mein Job ist eigentlich, und jeder, der sich auskennt in Eishockey, weiß, dass die Saison geht auf und ab, auf und ab. Und bis jetzt, wir haben Glück gehabt. Und wir haben nie 2 Spiele hintereinander verloren. Und jetzt ist unsere Zeit. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir raus? Und das ist noch im Spiel, ja, eigentlich vor dem Spiel, die ganze Woche, wir haben das besprochen, heute vor dem Spiel und jetzt leider noch im Spiel wieder. Und morgen beim Videoanalyse, es wird wieder besprochen. Keine Fragen mehr? Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wünschen wir unseren Gästen aus Ravensburg, wünschen euch eine schöne Heimfahrt. Und und ich freue mich dann am nächsten Freitag in der Partie gegen Kaufbeuren alle wieder hier zu sehen und ich hoffe, dass wir dann das glückliche Ende auf unserer Seite haben. Dankeschön und schönes Wochenende.